Phoenix begegnete einem geflügelten Wesen, das einer Fee ähnelte. Die wahre Natur dieses Wesens würde sich bald offenbaren. Als Phoenix das erste gefangene Wesen befreite, ließ es einen Schrei ertönen. Was bedeutete? Große Heldin, ich bin nur ein Teil von Nike, der Siegesgöttin. Bitte befreie die anderen, damit ich wieder zu vollem Glanz gelange. Ohne Nike haben sie keine Chance. Sie ist wie eine schützende Hand oder dieses Ding, das einen beim Rennen schützt, ein Helm. Also, was ist es? Phoenix muss das Wesen zuerst befreien. Ja, aber mir kannst du es doch jetzt sagen. Würdest du bitte meine Erzählstruktur respektieren? Das Tal des ewigen Frühlings. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören ein riesiger Baum, der in den Himmel reicht. Die Halle der Götter. Eros Palast. Oh schön, dann gab's ja doch noch ein Happy End für ihn. Und ein Palast, der Göttin der Schönheit höchstpersönlich gehört. Natürlich hat Aphrodite sich das erstklassige Grundstück mit dem besten Ausblick geschnappt. Solange sie vor neugierigen Blicken sicher ist, bin ich froh.
Oh!
Ja. Phoenix näherte sich vorsichtig dem von Ebern bewachten Gewölbe. Eber wie jene, die einst auch Adonis zerfleischt hatten. Hat Adonis sich nicht zu Tode gelangweilt, weil du ihm was erzählt hast?
Hier fand Phönix die Träne, die das tragische Ende von Adonis markierte. Die Liebe, die Aphrodite für ihn empfand, würde niemals sterben. Ja, ja, sie war traurig. Ich hab's verstanden. Ein Eber mag den sterblichen Adonis besiegt haben, aber die Eber dieses Gewölbes konnten unsere Helden nicht bezwingen. Da lächelst du schon wieder. Hast du Spaß? Ja? Immer. Außer wenn der Adler kommt, um meine Leber zu fressen. Stimmt, dann habe ich immer Spaß. Eure Welt hat meine Perfektion nicht verdient. Doch, ich bin großzügig. Das Adonia-Fest. Ah, das stinkigste aller Feste. Das Richtige für Adonis, aber er war nicht der Richtige für Aphrodite. Sie hatte Besseres verdient. Beim Adonia-Fest feierten Frauen ihre Selbstentfaltung. Sie tanzten auf Dächern und brachten duftende Pflanzen wie Fenchel und Kohl zu den Feierlichkeiten mit. Im Sinne der Adonia, ist es nicht Aphrodites freie Wahl, wen sie liebt? Nicht, wenn er scheußlich ist wie dieser Gestank. Und doch ließen die Dorfbewohnerinnen Jahr für Jahr diese Düfte von den Dächern aufsteigen. Vielleicht ging es vor allem um die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Yeah.
Tief im Gewölbe fand Phönix eine der Tränen, die Aphrodite wegen Adonis vergossen hatte. Ich fand, Adonis war keine einzige Träne wert. Er konnte nichts außer hübsch aussehen.
Siegreich entstieg Phönix dem Gewölbe mit der Träne in der Hand. Und verströmte einen leichten Kohlgeruch. Ha!
Der grausame Typhon hatte Aphrodites Tränen der verlorenen Liebe dort versteckt, wo Adonis vor ihr weggesperrt worden war. Oh, wuhu, der arme, hübsche Junge. Also bitte, ich war gerade erst fast einen Monat bei Hades in der Unterwelt und es war zum Sterben. Da warst du also, als Typhon angegriffen hat. Ich musste den neuen Wein der Lethe probieren. Du weißt ja, wie das ist. Man vergisst einfach die Zeit.
Yeah.